Das Aprilwetter gibt einfach keine Ruhe. Es ist ziemlich zäh. Auch in dieser Woche bleibt uns die Höhenkaltluft erhalten. Und viele haben wahrscheinlich überhaupt gar keine Lust mehr auf diesen Graupelschauerkram und auf diesen Schneeschauerkram und dieses ständige Nasswerden und Sonne und kühl. Und alle wollen den Frühling. Und die Frage ist ja, wie lange lässt der wohl noch auf sich warten? Man steht ja morgens auf derzeit und denkt sich so, ach guck an, die Sonne, paar Wölkchen, schön, Vögel zwitschern, man fährt so los. Aber so gegen die Mittagszeit ungefähr, da geht es dann eben teilweise volle Kanne ab. Man fährt mitten in so einen Schauer rein, teils sogar mit Graupel. So eine schwarze Wand kommt auf einen zu, es schifft ohne Ende. Ja, das Aprilwetter eben. Wie entsteht das eigentlich? Das gucken wir uns mal an. Die Sonne hat nämlich einen Anteil daran, denn die steht schon recht hoch jetzt zu dieser Jahreszeit und erwärmt eben den Erdboden schon relativ stark. Und wie wir alle wissen, warme Luft ist leicht, die möchte nach oben und die saust dann eben in diese Höhenkaltluft und bildet dann eben teils kräftige Schauer mit Gewitter, mit Graupel, teilweise auch mal mit Hagel und oder Schnee. Und dann kommen eben diese Schauer und sausen dann samt dieser Kaltluft zum Boden. Und dann gehen die Temperaturen schlagartig zurück. Der Wind frischt auf und es ist doch direkt spürbar ungemütlich. Aber dann, wenn die Sonne abends wieder untergeht, ist die Welt wieder völlig in Ordnung. Und es ist so, als wenn nichts gewesen wäre. Es ist alles schön. Tja, und dann geht am nächsten Tag der ganze Spuk von vorne los. Die Höhenkaltluft ist eben weiterhin ausgeprägt über Mitteleuropa. Man sieht das hier in 1500 Metern Höhe, hier in 5,5 Kilometer Höhe, eben durch dieses Hoch westlich von uns, was weiterhin die Kaltluft nach Deutschland lenkt. Und die Temperaturen in den jeweiligen Luftschichten sind auch wirklich kalt. Minus 7 Grad haben wir in 1500 Metern Höhe, minus 34 Grad sind es in 5,5 Kilometern Höhe. Das macht eine Differenz von 27 Grad Celsius und ab 25 Grad Differenz entstehen eben diese Graupelgewitter, die dann teilweise auch mal recht üppig ausfallen. Und so geht es heute früh erst einmal harmonisch in aller Ruhe in den Dienstag. Mit viel Sonnenschein Richtung Nordrhein-Westfalen, auch mal ein bisschen Hochnebel oder auch mal Bodendunst möglich. Richtung Lüneburger Heide bis zum Harz sind auch mal ein paar dichtere Wolkenfelder mit dabei. Alles relativ harmlos. Aber wenn ihr dann auf den Straßen seid, rund um die Mittagszeit, da rechnet dann bitte mit den ersten Schauern, die dann da reinplatzen. Und wenn ihr dann in so einen Hagel- oder Graupelschauer reinfährt, da ist eben wirklich Vorsicht geboten, denn das ist so, als wenn ihr auf Rollsplitt fahrt. Mir nichts, dir nichts, ist die Straße teilweise richtig rutschig, also aufpassen. Aber zwischen den Schauern kommt dann natürlich immer mal wieder die Sonne raus und man denkt sich so, na, ist doch gar nicht so wild und schon saust der nächste Schauer rein. Der Wind ist weiterhin sehr unangenehm, vor allem in Schauernähe und vor allem Richtung Nordwesten, teils mal richtig ruppig unterwegs und kalt vor allem. Die Temperaturen dann außerhalb der Schauer liegen bei 7 bis 10 Grad im Harz und auch Richtung Siegerland und Eifel sowie auf der Nordsee sind es dann etwas kühlere Temperaturen, vor allem in den Tälern dort, wo es windgeschützt ist, bleibt es kühler. Die Nacht, die ist dann halt wieder relativ ruhig. Die Schauertätigkeit geht zu Neige und dementsprechend haben wir es fast überall mit sternenklarem Himmel zu tun und die Temperaturen gehen dann auch weit runter in den Frostbereich. Teils minus 4 bis minus 5 Grad sind es in den Mittelgebirgstälern, sonst minus 1 bis minus 3 Grad. Die einzigsten positiven Werte gibt es auf den Inseln hier mit zarten Plusgraden. Und dann geht der ganze Spuk am morgigen Mittwoch wieder von vorne los. Erst scheint die Sonne, dann entstehen ab der Mittagszeit wieder teils kräftige Schauer in Form von Regen, Graupel, Schneeregen und Schnee, vor allem in den Mittelgebirgen. Oberhalb von 400 Meter wird das Ganze durchweg als Schnee fallen. Die Temperaturen 6 bis 10 Grad, auch da ändert sich nicht viel. Der Wind kalt aus nördlichen Richtungen und der bringt dann auch eben am Donnerstag bei zurückgehender Schauerneigung immerhin aber noch einzelne Graupelschauer eben mit sich bei gleichbleibenden Temperaturen das Ganze. Aber der Freitag, der wird dann schon etwas besser. Zumindest was die Schauertätigkeit betrifft, die schläft nämlich dann nahezu ein und die Temperaturen werden dann windgeschützt in der Sonne auch mal ein bisschen hochgelupft auf bis zu 12 Grad an Rhein und Ruhr, sonst 8 bis 10. Im Harz sind es 4, Richtung Eifel 7, auf den Inseln sind es 6. Und dann kommt das Wochenende und da passiert dann wieder was. Wir bleiben im Prinzip in dieser Kaltluft. Durch dieses Hoch, was bei Skandinavien liegt, wird weiterhin diese eher unterkühlte Luftmasse zu Deutschland geschickt. Aber
unter so einem Hoch ist die Wetterlage meistens ruhiger. Das heißt, die Sonne hat also auch mehr Zeit und Gelegenheit, den Erdboden zu erwärmen und die Temperaturen steigen dann auch zögerlich mal an. Wo die Sonne länger scheint, sind dann locker mal 12 bis 15 Grad möglich im Norden Deutschlands. Dazu allerdings auch immer mal wieder ein paar wenige Schauer, mit denen ihr rechnen müsst. Gucken wir mal weiter. Wie geht es denn nun in der Mittelfrist eben weiter? Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, wir haben es gestern schon mal angeguckt. Ihr kennt das Diagramm. Die rote Linie ist das Mittel aus 30 Jahren, also das Klimamittel. So sollte es sein zu dieser Jahreszeit. Die weiße Linie ist eben der Durchschnitt all dieser bunten Einzelberechnungen, die ins Wochenende und auch zum Anfang der nächsten Woche relativ einig sind, aber dann weit auseinandergehen. Wichtig hierbei ist dieser grüne. Der war ja gestern noch ganz woanders. Hier geht er jetzt rauf auf weit überdurchschnittliche Temperaturen, das heißt der milde Luftmasse über Deutschland. Gestern ging er ja noch weit runter auf wieder sehr viel Höhenkaltluft, wieder sehr viel Aprilwetter, überhaupt nichts Frühlingshaftes. Aber das hat sich jetzt wohl geändert. Hier haben wir jetzt Frühling, da die Höhenkaltluft. Wir gucken uns den aktuellen Lauf an. Was ist denn da eben hinter? Wir haben die Wetterlage für die nächste Woche. Hier haben wir Deutschland, hier haben wir Frankreich, hier haben wir Polen. Und sowohl westlich als auch östlich von uns, nördlich von Deutschland, sind Hochdruckgebiete und dementsprechend ist zumindest mal im Norden Deutschlands etwas Ruhe im Karton, was die Wetterlage betrifft. Weiterhin allerdings mit kühlerer Luftmasse, die da reinkommt, aber wie gesagt, die Sonne, die hat ihren Anteil daran, denn die kann sich dann langsam aber sicher durchsetzen und wird dann langsam aber sicher auch den Erdboden und auch die Luft am Boden mehr und mehr erwärmen. Die Temperaturen könnten dann in der nächsten Woche zur Mitte wieder steigen auf 16, teils auch 18 Grad eben im Norden Deutschlands und auch Richtung Rhein könnte es dann doch mal etwas frühlingshafter werden. Gleichwohl man sagen muss, der Wind ist dann relativ frisch. Aber es besteht zumal Hoffnung auf deutlich schöneres Wetter. Und wenn wir nochmal eine Woche weiter gucken, nämlich da, wo der Lauf ganz hoch ging, sind sogar 20, 21 Grad möglich. Da besteht sogar noch mehr Hoffnung. Das bleibt allerdings erst einmal Hoffnung. Da gucken wir in den nächsten Tagen drauf. Es kann sich immer noch ein bisschen was tun. Ist ja noch ein bisschen was hin. Aber ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.